Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zum Moneymaker Emulator 2019 mit dem Sascha. Guten Tag. Ja, gestern war ein sehr, sehr guter Tag, möchte ich mal sagen. Oh, ich habe eine Katze. Oh, ja. Adventures Guild. Was kommt? Bumped into Robin this morning. She Ah. told me you've got a new slime hutch. Not bad. I was into slime breeding at your age. It's great hobby, but dangerous. It's so dangerous. How do you think I lost this eye? Sicherlich So. nicht beim Schleimebrüten. Ah, just kidding. Here, I've got something for you. Ah, Here ist is das ein this Slime Seed oder sowas? green slime egg. Ah ja, siehst du, so pflanzen wir Slimes an. It's a slime egg. You can place that inside a slime incubator to hatch it. Now take a good hard look at that egg. Next time you're out slime hunting, keep your eyes peeling for more eggs. They are rare, but slimes do drop them for time to time. Collect eggs from different slimes to add some varieties to your herd. Der Herde, Alter. Okay, interesting. Ah, Sascha kommt aus meinem Haus. Junge, verpiss dich. Ja, nice, Sascha. Sehr gut, die hast du noch nicht gesehen hier. Denkst du? Das ist meins. Das macht halt keinen Unterschied. Nein! Kümmere du dich doch um die Tiere. Hey, ich hab doch auch, oder nicht? Kannst du echt mal gucken. Ah ne, Tatsache, ich habe beim Farming Animal Products worth 20% more. Ups. Nee. unser zweites Schwein ist ausgewachsen. Say go cheese, go cheese. Oh Mann, ey Sascha, was bist du für ein Ah, wenn man Lust, plebbiger irgendwie noch Plebster, ey. Money. Weiß nicht, was der Junge sich immer so anstellt. Ach so. Die Kollisionsabfrage des Spiels ist manchmal aber auch echt geil, ey. Ich klicke Warum? auf die Kuh, um sie zu melken, sagt er mir, mein Schaf kann nicht gemolken werden. Okay, danke für nichts. Alter, was geht denn mit der Kuh gerade bei dir? Was? Ich sehe nichts, ich bin im Inventar. Die hat gerade richtig gestruggelt. Alter, guck dir mal unseren Slime-Hutch an. Ja, komm sofort. Ich habe übrigens auch so ein Ei. Also sollten wir vielleicht gleich zwei reinpacken, Das wenn ist ein wir mehrere Slime-Ei? Incubate. Ja. Oh Leute, stimmt. Okay, Sascha, ich Wollte sich erstmal wieder drüber lustig machen und hat dann gemerkt, ach, warte mal, haben wir ja wirklich bekommen. Sascha, ich verrate dir jetzt einen Trick, okay? Na, jetzt kommt's. Ja. Weil ich sa muss sagen, es gibt so ein paar Dinge, die ich, wo, ja, wo ich finde, die sind wichtig zu wissen. Jetzt muss ich mal gucken, wo ist denn das? Kannst du mir mal noch kurz 10 Holz mitbringen, bitte? Oder warte, ich gehe Nicht kurz raus sofort und hol. mal Ja, kurz. warte, ich hol kurz selber Holz. Weil, die Sekretärin spielt ja auch Stardew Valley. Wurde hier Und es wurde mir gespoilert. tatsächlich gespoilert, ja, aber mehr oder minder freiwillig bis unfreiwillig. Also ich fand es halt übel interessant, weil ich wollte mir unbedingt die Slime Hutch mal angucken. Und es gibt da so einen kleinen Trick, weil am Anfang ist es zwar noch nicht so schlimm oder so schwierig oder sowas, wenn du da normale grüne Slimes drin hast, dann ist es nicht so gefährlich. Aber du weißt, wenn du irgendwann mal lilane Slimes oder sowas oder rote Slimes kriegst, die sind ziemlich tödlich. Die sind recht stark, ja. Und da kannst du kannst auch bis zu x Slimes hier in diese Dinge reinpacken, 20 Stück an der Zahl. Und das ist ein bisschen uncool, weil die töten dich nämlich ziemlich zügig, wenn du nicht aufpasst. Deswegen kann man da einen kleinen Trick machen. Und zwar kann man hier ein Stückchen abmauern, wo sich die Slimes drin aufhalten. Und weil du musst denen auch Wasser geben, damit die sich vermehren. Aha. Ja. So. Und das hier, das musst du immer füllen mit Wasser.
Und da Und oben. kommen wir jetzt an den Incubator ran? Ja, genau, das wollte ich jetzt hier gerade noch fertigstellen. Das ist halt, ja, da wollte ich mich eigentlich nicht spoilern lassen, aber es ist halt geschehen. Zack, ich glaube, wir können auch nur eins reinpacken jetzt. Ja, sieht so aus. Haben wir jetzt. Ja, was machen wir denn jetzt eigentlich mit der ganzen Kohle? Auf was gehen wir als nächstes? Frage ich mich auch gerade, wenn ich ehrlich bin. Komme ich da ran? Ja, oder? Ja, komme ich. Nee, komme ich nicht. Fuck. Muss ich das vielleicht doch Ich glaube, so? die Bohnen brauche ich jetzt heute nicht mehr gießen. Innerhalb von 2 Tagen werden die nichts Neues mehr produzieren. Nee, das glaube ich auch nicht. So. Ja, Leute, damit haben wir jetzt Slimes vielleicht bald. Hast du jetzt noch mal in den Dingstall reingeguckt hier? Oh, nice, wir können hier das erste Mal ernten, Sascha. Hä? Was? Kaktusfrüchte. Ja. Den machen wir auch gleich mal hier ein bisschen platter. Und dann würde ich sagen, ich angle noch eine Runde. War heute irgendwas Wichtiges? Nö, gell? Nö. Wo hattest du jetzt die Wolle reingeschmissen? Ah, hier, okay. In die rechte gelbe Kiste. Schon gesehen. Über Nachmittag schon wieder, also ist der halbe Tag schon wieder gelaufen. Ein Karpfen. Ich muss ja unbedingt noch meine Fishing Skills ein bisschen hochtragen. Wir können auch noch mal in die Mine gehen, Sascha. Oder auf die Quarry. Ja, auf der Quarry ist gerade nichts los. Das respawnt nur recht langsam. Hast du schon geguckt? Ich war ja gestern oder vorgestern oder so da. Und habe eigentlich erstmal fast alles da abgefarmt gehabt. Ah, okay. Aber warum ist eigentlich in unserem See so viel Müll? Ausgezeichnete Frage. So, warte mal, bei wem mussten wir die Leaks abgeben? Granny's Gift, ne? Evelyn. Okay, also ab zur Mama. Ich habe nämlich nochmal ein paar Leaks gefunden. Warte, das muss ich jetzt auch nochmal ganz kurz gucken, ob ich die Quest noch habe. Pierce Notice, Granny's Gift. Ja, hast du noch einen zweiten? Ja, ich habe 4 Stück. Doch, 4 Stück habe ich. Aber schnell, Oma geht bestimmt früh schlafen. voll das Vorurteil. Meine Oma geht nie früh schlafen. Tja. Naja, was heißt nie früh? So zwischen 10 und 10:30. Wo bist du gerade? Direkt neben dir. Das klappt ja immer wieder spitze hier. Achso, warte mal, ich kann es dir doch einfach schenken. Ja, richtig, gift es mir doch einfach, yes. Das hier oben war deren Haus, oder? Da ist er. Ami! Oh, thank you, dear. This leak looks delicious. George will be so happy. He loves when I make eggs with leeks for breakfast. Wäh! Komm, jetzt pfeif dich mal hier. Was für bekommen? Ne, wir haben dich nur happy gemacht, oder? Nein, du kriegst jetzt im Ach, Journal, dann kannst du das. 500 Gold! Für einen scheiß Leak, ey. Kommst du noch eine Runde mit Angeln? Nö, ehrlich gesagt nicht mehr. Ich wollte nochmal ein bisschen gucken, ob ich noch ein paar Secret Notes vielleicht finde. Oh, ein Buch. We found the lost books. The library's collection has been expanded. Wunderbar.
Sehr gut. Ich habe einen Dried Starfish gefunden. Immer mal wieder was Neues. Eine Trilobite? Was auch immer eine Trilobite ist. Alter, wir müssen unbedingt öfters an den Strand gucken. Ey, ich fahre mir gerade so viel Stuff einfach, der hier rumliegt. Ja, der ist aber halt immer echt weit weg, ne? Hey. Das Problem. Das stimmt wohl. Ich hab nicht mal einen Trüffel rum. Da soll ich nicht rein. Inventory full. Das ist dein Scheiß Ernst. So, schon wieder 9 Uhr abends. Komm mal langsam zurück. Ich komm zurückgeritten, Sascha. Wie heißt denn unser Pferd eigentlich nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Hat es überhaupt einen Namen? Ich glaube ja. Kann man den irgendwie rausfinden? Vermutlich, wenn du Rechtsklick drauf machst. Ne, das steigst du auf. Logischerweise. So, noch schnell den ganzen Shit verkaufen. Wir haben noch, ich habe noch was gefunden, was ich noch nicht dem Museum donated habe. Hm. Das ist natürlich nicht schlecht. So, dann mal ab. Du hast doch noch diesen Müll produziert Dingens da vor deinem Haus stehen, gell? Ja, zwei sogar. Ich hab einen Recycler da. Boah, mit dem Pferd kommt mir nicht durch. Das ist nicht schlecht, weil ich habe nämlich noch genau zweimal Müll hier mit am Start. 5 Bait, Junge. Okay. Let me help you to... you look like you've been working hard, dear. Let me help you de-stress. Ja. Okay. Das klingt nach einem Angebot. Heute nochmal schön. Alter, woher haben wir die 100.000er Marke geknackt? Woher kriegen wir so viel Geld einfach nur? Das ist ja krank. Wunderbar. 150. Okay, Haley ist schon wieder nicht im Haus. Die hat gegossen. Ja, nice. Ich krieg Kaffee von der. Queen of Sauce. Lucky Lunch. Was ist denn das Lucky Lunch? Da, eine Sea Cucumber, eine Tortilla und ein Blue Jazz. Ach so, ja, das klingt ja noch. Das klingt nach einem Lucky Lunch, ey. Standard Ingredients. Ja, da hätte ich mal gesagt, ich gehe auch heute mal zu Gunther. Ja. Weil ich habe nämlich mal wieder so ein bisschen Stuff. Wir müssen mal aufpassen. Ich glaube, unsere Zäune verfallen bald wieder. Ja, ich habe noch 7 Zäune in meinem Inventory. Hast du noch irgendwo Geoden oder sowas zufällig, dass ich die gleich mitnehmen kann? Ich habe einen Frozen Geode noch, ja. Ja, dann check die mal. Ich würde mal meine Axt jetzt auch upgraden, wenn es okay ist. Oh, ich denke. Wisst ihr nicht, was dagegen spricht? Wo bist denn du gerade? Ich bin unten bei den Tieren. Achso. Ah, da ihr fetten Schweine, hä? Oh, da hat er ein Herzchen über dem Kopf. Ja. Das hat mich gefreut, Sascha. Wunderbar. Was ist eigentlich aus meinem Müll rausgekommen, den ich bei dir reingepackt habe? Was?
Stein und ich glaube ein Iron Ore. Ah, Iron Ore ist aber nicht schlecht. Ja. Du musst die Fässer auch immer wieder nachfüllen, Sascha. Ich habe extra hier in der grünen Kiste, habe ich extra Beeren reingepackt, 100 Stück. Ich, woher willst du denn? Das habe ich dir, glaube ich, gesagt damals. Nee. Sowas wüsste ich doch noch. So, Proceed Geodes, zwei davon, 5 Steine, wow. Okay, Ding auf jeden Fall, 3 Steine, das ist gut. Oh, das hatten wir, glaube ich, schon. So, Upgrade Tools. Gold Axe. Wenn wir schlau gewesen wären, hätten wir gesagt, dass du gestern deine Hoe upgraden würdest. Ja. Ich glaube, es gibt Wichtigeres als die Hoe. Das bisschen Felder vorbereiten geht, glaube ich, auch so. Also irgendwie... Ich habe wieder 3 Sachen gegiftet, dem Museum, und ich habe wieder nichts rausgekriegt. Ich denke mal, jetzt wird man es nur noch in 10er Steps oder so bekommen. Ich fahre jetzt noch ein bisschen in die Mine, okay? Tu das. Ich habe nichts Wichtiges dabei, oder? Nö. So, 5. Ich wollte gerade sagen, wo ist unser Geld hin? Haben wir das ja Tool geupgradet. Halb hier, hast du schon irgendwas? Lol, das schießt mit Laser! He's firing his laser. Ich bin jetzt mal auf Ebene 80. Pomegranate Sapling. Hast du ihn bekommen gerade? Nee, ich bin gerade bei Pierre. Der verkauft den. Ja, den haben wir doch schon, glaube ich. Haben wir? Bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt, aber ich denke schon. Oh, ein Secret Note. Gut, dann kaufe ich den jetzt mal nicht, wenn du sagst, wir haben den. Nee, schon. Kauf ihn ruhig nochmal. Ist doch egal, dann haben wir ihn zweimal. Ja. Produced allerdings nur im Fall. Also. Sascha, ich habe eine Nachricht. I hit something behind the community center. Ja, das kann ich dann ja noch nicht bekommen, da ich die Secret Note noch nicht habe. Nee, aber das wäre vielleicht mal interessant, das dann zu erfahren, was das ist, ha? Einzige Community Center. Da kommt man da hin. Ich weiß nicht mehr, ob man da hinlaufen kann. Ja, doch. Alter, da ist eine Goldader. Nice. Eigentlich noch irgendwelche Secret Notes, die ich noch nicht gecheckt habe. Nein. Ja, das habe ich. Das habe ich auch. Alter, das sind ja richtige Goldadern hier gerade. Ich farm gerade übel viel Gold. Guck mal, die hier muss ich nochmal. 12 o'clock noon sharp, last day of the season. Ja, das ist schon zu spät. The playground. Sascha. Weiß ich, 12 o'clock noon ist. Ah, ist High mittags, ne? Noon, ja, ist mittags. Schade. It's high noon. Ach ja. Oh mein Gott, ich hätte halt so gerne einfach so einen rosa Schleim.
Also ich two-hitte die Viecher jetzt inzwischen. Oder three-hitte eigentlich fast. Was bist du denn? Sascha, was ist das für ein kleines Viech mit einem Helm auf dem Kopf, wo nur so zwei kleine rote leuchtende Augen rausgucken? Weiß ich nicht, ich glaube, das ist ein Maskiererschleim oder sowas. Oder ein Helmschleim oder whatever. Okay, ich kann ihn aber vermöbeln. Jojo. Ja, weiß ich, will hier keine bösen Überraschungen erleben, ey, wenn ich in der Mine bin. Ich habe echt keinen Bock. Neue Secret Note. Okay. Greetings, Sascha. Have you found my secret in the dark tunnel? I look forward to meeting you. Stimmt, da brauchen wir auch noch die Batterie. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob es sonst vielleicht sinnvoll wäre, auch noch mal ein paar mehr Lightning Rods aufzustellen. Ich weiß es nicht. Andererseits hatten wir gefühlt noch nie so ein wirkliches Unwetter, wo überhaupt mal Blitze kamen. Nee, aber ich glaube, das kommt auch erst, wenn wir die Lightning Rods haben. Ja, wir haben ja aber eine. Wir haben doch mal eine irgendwie aus der Quest bekommen und die haben wir doch aufgestellt. Ja, aber ich weiß nicht, ob da nicht vielleicht dann... Weil Unwetter sind doch nicht im Frühling, oder? Doch, Frühlingsgewitter gibt's schon. Ich denke nicht. Also ich glaube, nur im Winter kann es keine Unwetter geben. Was bist du denn? Fetter Zombie, Alter. Weil im Winter haben wir ja nur Schnee, da gibt's ja keinen Regen. Oh ja, stimmt, du hast voll recht. Das würde ich nämlich halt auch echt mal gern machen. Beziehungsweise. Das kann ich mir vorstellen, ich würde das auch gerne machen. Needs to be interesting. Ich hätte aber auch gerne, muss ich wirklich sagen. Aber warte mal, meine Axt habe ich nicht dabei. Das ist natürlich unlucky. Ich hätte aber auch furchtbar gerne, wenn ich ehrlich bin, so ein rotes Schleimei. Kann es eigentlich sein, dass die Viecher unterschiedlich viel aushalten? Ja, du krittest ja mal und mal nicht. Das stimmt, das kommt ja auch noch dazu. Ich glaube, ich habe gerade Diamanten gefunden. Ne, Aquamarin. Es müssen 8 Spaces immer frei sein, damit man einen Baum anpflanzen kann, ne? 1, 2, 3, 4. Hä, nein, was? Was zählst du denn da? Takes 28 days to produce a mature pomegranate tree. Bears fruit in the fall. Only grows if the 8 surrounding tiles. Achso, 8 surroundings, okay. Alter, what the fuck ist denn hier los? Ich hab mich nämlich gerade gefragt, weil dann hätte ich ja übelst gemisst unten. Weil ich hab die doch da. Und da wachsen die ja. Oh, 1, 2, 3, 4. Achso, also immer 2 zur Seite, okay. Ey, ich hab nochmal ein Secret Note gefunden. Stardrop Saloon Special Orders, Major Lewis Autumn's Bounty, Double Order of High Fiber Bread on the Side, Marnie Pumpkin Pie, Extra gut, Whipped halt wieder, Cream. Mögen, ne? Ja, stimmt wohl. Wobei, bei Marnie ist das interessant. Das kann man wieder ausnutzen für Freundschaftslevel. Oh ja, das ist eine gute Idee. Und sehen wir zu, dass du zurückkommst, ist schon wieder 9 Uhr. Ja, warte, ich muss kurz... Ah, Mann, ich will die ganze Zeit I drücken für Inventory. Ich weiß nicht mal, warum. Ja, meine Energie geht gerade eh zur Neige, also von dem her komme ich zurück jetzt. Es war aber ein guter Tag, möchte ich mal sagen. Ich habe 43 Golderz gefunden. Jo, gut. Das können wir mal wieder brennen, dann ordentlich. Leave the mine. Habe ich die Scroll noch dabei? Ne, die habe ich natürlich weggepackt. Ach, ich Luschi. Oh, ja, ja, ja.
Boah, dann geht's gleich in den Sommer. Also, oh es ist Gott. Sommer. Dann muss ich den Scheiß gleich erstmal wieder einkaufen und anpflanzen. Ja, stimmt. Aber wir müssen auch unbedingt mal gucken, ob unser Slime inzwischen da ist. Glaube nicht, das dauert ein paar Tage. So. Meinst du echt? Jo. Ab okay. Ins Bett gehen. Jawohl. Wessen Folge war das deine, ne? Ja. Ja. So, liebe Leute, ich bedanke mich dann recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. War mal wieder eine echt gute Folge. Wie immer eigentlich, wenn wir Stardew Valley spielen. Und ich beende es mit den Worten von Haley. Are you done with your work for the day? I'm ready to have some fun. Haut rein. Ah, ja. Tschüss. Ciao, ciao.